So Leute, es geht weiter mit Dishonored. Dishonored? Falsch. Mit Dishonored. Sag ich mal. Wir sollten es auch, ich sollte es auch richtig sagen, ne? Und ich muss den Tresor öffnen für die Zeitbombe. Cool. In einem Tresor ist eine Bombe. Die Prüfung der Begabung. Okay. Komische Dinger. Muss ich denn jetzt den Gang zum Kontrollraum? Was zum Henker war da? Attentäter! Hilfe! Ja! Rex, brennt ihn nieder! Oh, verdammt. Gegenangriffe. Du hast einen Gegner gerade durch einen perfekten Block aus dem Gleichgewicht gebracht. Drücke jetzt linke Maustaste, um einen tödlichen Gegenangriff auszuführen. Sorry, Mann. Tut mir eigentlich leid. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Boah, du siehst ja gar nichts. Aber wenn ich gar nichts meine, meine ich auch nichts. Ich sehe gar nichts. Ach nee, da war die Helligkeit. Komm, machen wir mal so. Ja, jetzt sehe ich doch mal leichte Umrisse. Einer, Corvus Hinrichtung ist also morgen, richtig? Ja, aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Ich kann es kaum erwarten, seinen Kopf rollen zu sehen. Anders als manch anderer mochte ich die Kaiserin sehr. Ich mochte sie auch, du Wichser. Ich habe sie nicht umgebracht. Oh, das ist doch wirklich ein verfluchter... Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Was ist das, was mit Anne für Geräusche? Ist da jemand? Hilfe! Umzingle den Gas! Aha! Sorry, wollte ich eigentlich nicht. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung. Ja, Kollege, dein Freund hier überlebt das leider. Und... müssen... abgetrenntes Körperteil. Ist ja super. Alles mitnehmen, was ich hier finde. Explosion in 5 Sekunden. Vielleicht sollte ich weggehen. Wäre ganz sinnvoll. Ah!
Ernsthaft? Kennt ihr das, wenn ihr wo runterspringen müsst, aber wollt nicht? Nein, eher anders. Kennt ihr das, wenn ihr wo runterguckt und das den Drang verspürt zu springen? Ich kenn das! Ah! Ah, Wasser. Wohin muss ich überhaupt? So. Ha, cool, ne? So. Kanalisationseingang. Ist hier sonst irgendwas Sinnvolles? Nö. In die Kanalisation gehen, natürlich. Was soll ich denn jetzt noch im Gefängnis? Versteckte Verbündete haben dir die Flucht aus dem Gefängnis von Colbridge ermöglicht. Wenn du den Fluss Wrenhaven erreichen kannst, wollen sie dir bei deiner nächsten Aufgabe helfen. Wie viele Leute hat er auf der Flucht getötet? Wer die Kaiserin umbringt, schert sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul! Sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut, mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Er ist Zirconia. Corvo, wenn sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und sie aus Coleridge ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tiefer in der Kanalisation Waffen für sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der sich am Ausgang dieser Tunnel am Fluss aufhält. Ein Freund, den Sie bald treffen werden. Da leben nur Kaufleute und Huren. Frischlinge wie du haben ihn nie in Aktion gesehen. Ich sah ihn beim Training gegen drei Männer gleichzeitig kämpfen. Wie ein Wirbelwind. Ich hoffe, dass ich ihn finde. Das hoffe ich auch. Was ist das? Ach du Scheiße. Oh! Oh, 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 nicht hingucken. Oh Gott. Ist das eklig. Oh. Fleischfressende Ratten. Ach du Scheiße, da ist ja nichts übrig geblieben. Die haben die ja bis auf die Knochen. Die haben ja auch die Knochen gefressen. Das ist ja. Nicht gut, dass man das nicht öffnen kann. Alles klar. Komme ich jetzt an den Ratten vorbei? Warte ich oder springe ich eben rüber? Weiß ja nicht, was da drin ist. Komm, ich springe eben rüber. Ich dürfen die Ratten nicht kriegen, ey. Boah, das ist ja lecker. Leiche. Nee, ich möchte keine Leiche tragen. Was? Achso, hier. Damiens Tagebuch lesen. Amanda und ich hatten nur die Hälfte von dem, was wir brauchen, um das notwendige Elixier zu kaufen. Selbst das ist jetzt aufgebraucht und wir können nichts mehr tun, als zu warten. Wir sind sehr krank und es gibt keinen Ort mehr, an dem wir vor der Stadtwache sicher wären. Sie brechen in Häuser überall in unserem Bezirk ein, um sie zu durchsuchen.
Also werden wir hier bleiben und unsere letzten Stunden miteinander verbringen. Unser Feuer wird die Ratten fernhalten, aber sie werden am Ende die Stadt erben. Damien. Ja. Ist ja klasse. Achso, nee, hier nicht. So, die gleiche. Ah, cool. So. Hier irgendwas Sinnvolles? Yo. Leere Flasche. Leere Flasche. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Das sind Menschen, ey. Vom Allerfeinsten. Ich hab's verstanden, ich muss die Leichen benutzen, um die Ratten fern. Schnell weiter, ey. Hauptsache, die Ratten kriegen mich nicht. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Hat auf jeden Fall was. So. Irgendwas Verfaultes. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Und alles essen. Kupferdraht. Münzen. Klasse. Das war also nicht geplant. Projektilwerfer, Beute nehmen, Werfer entladen. Ich wollte eigentlich auslösen im Sinne von, dass ich da nicht im Weg stehe. Wow, 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 wow. Alles klar. Was haben wir denn hier? Nehmen. An den kaiserlichen Schutzherrn. Seien Sie gegrüßt, Corvo. Oder sollte ich Sie, sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreiches und der wahren Kaiserin. Eine Gruppe von Kaisertreuen, die sich sehr gerne mit ihnen treffen würde. Nehmen Sie diese Waffen, für sie aus den feinsten Materialien der Inseln hergestellt, und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre, die in den Vrenhaven führen. Gott, heute ist nicht so mein Tag. Zögern Sie nicht. Viel Glück. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Ja. Spezialausrüstung nehmen. Eine kleine Armbrust. Und was das auch immer ist. Ah, hübsch. Was?
Schnellauswahl. Knappe Sache auf jeden Fall. Jellys Anteil. Lesen. Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen. Verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich nächsten Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Okay. Kombination erforderlich. Wie es der Zufall so will, habe ich keine Kombination. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Ja, eigentlich hat er total recht. Hier drin stinkt's wie ein toter Weiner. Drücke J, um zu erfahren. Lasse dich von oben auf einen Gegner herabfallen und drücke kurz bevor du auf ihm landest, um einen Falkenangriff auszuführen. Du erleidest durch den Sturz keinen Schaden. Ja, du schon mal nicht. Piss da erstmal hin. Ist vermutlich auch einer. Komm manchmal nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. Gucken, ob ich das hinkriege. Das hin. Ja, das habe ich hingekriegt. Das ist gut. Aber irgendwo war hier, glaube ich, noch einer. Schon müde? Du bringst mich immer zum Lachen. Die umgehe ich, das ist nicht nötig, dass ich mich kleiner Bastard gegen die ganzen Spassis kloppe. Mieser, dreckiger Abschaum. So. Irgendwas Seltsames geht da vor sich. Was? So hilft mir doch jemand! Oh, der wirft nach mir. Ey! So gut kann noch niemand werfen. Beziehungsweise treffen. Achtung, Bürger von Landwehr. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere Tatsache. Nicht nur vorübergehend. Hier drüben! Schnell, ich bin ein Freund! Ja, ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Gut, dass du ein Freund bist. Ich habe in der letzten Zeit nicht viele Freunde gemacht. Na gut, alter Mann, dann los. Missionsdetails. Gegner eliminiert 10, Zivilisten eliminiert 0, Alarme 0, Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt 3, allgemeiner Chaosfaktor hoch. Niemanden getötet, Geist nicht entdeckt worden. Fortsetzen. Mit Runen erhältst oder verbesserst du übernatürliche Kräfte. Ratten sind in Ruhe aggressiv.
Versteckte Verbündete, deine neuen Verbündeten, die sich in einem alten Pub am Fluss verstecken, wollen dir ihre Pläne vorstellen. Triff dich mit den Anführern der Kaisertreuen, um herauszufinden, was sie vorhaben. Aber das werde ich erst im nächsten Part zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei den nächsten Parts. Haut rein.